Jubel bei Luigi De Maio und anderen Politikern der Fünf-Sterne-Bewegung. Wie es aussieht, hat die Partei bei den Parlamentswahlen in Italien die meisten Stimmen bekommen. Nach Auszählung von knapp 2/3 der Wahlkreise komme die Protestpartei in der Abgeordnetenkammer auf gut 31% der Stimmen, teilte das Innenministerium am Montag in Rom mit. An seiner Bewegung komme jetzt keiner vorbei, sagte Alessandro Di Battista von der Fünf-Sterne-Bewegung. Wenn sich die Zahlen bestätigen, dann ist das für die Fünf-Sterne-Bewegung ein Triumph und beweist, dass sich unsere Arbeit ausgezahlt hat. Es zeigt vor allem, dass alle zu uns kommen und mit uns reden müssen. E soprattutto dimostra un'altra cosa, che tutti quanti dovranno venire a parlare con noi. E questa probabilmente sarà la prima volta. Tutti quanti dovranno venire a parlare con noi. Nach den Zahlen des Innenministeriums hat die fremdenfeindliche Lega die Forza Italia von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi überholt. Beide bilden mit kleineren rechten Parteien ein Mitte-Rechts-Bündnis, das zwar stärkste Kraft wird, die für die Regierungsbildung nötige Mehrheit aber verfehlt. Die Lega von Matteo Salvini erreichte 18,5%, die Forza Italia 13,6%. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Paolo Gentiloni rutschten auf 19,5% ab. Im Senat der zweiten Kammer des Parlaments zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Mit einem Endergebnis wurde im Laufe des Tages gerechnet. Damit steht Italien vor einer politischen Hängepartie. Eine Regierungsbildung dürfte sich schwierig gestalten. Bereits im Vorfeld war mit einem komplizierten Ausgang der Wahl gerechnet worden. Ein Grund dafür ist das neue Wahlrecht. Mit ihm wurde die Regel abgeschafft, dass die Partei oder Gruppe mit den meisten Stimmen im Parlament einen Regierungsbonus erhält. Um stabil mit einer absoluten Mehrheit der Sitze regieren zu können, ist Experten zufolge nun eine Mehrheit von mindestens 40% der Stimmen nötig.